diese Abkommen sind wirklich das Ende der Demokratie. Denn es steht drinnen, dass jedes neue Gesetz, wenn es entworfen ist, dann einem Rat für Kooperation vorgelegt werden muss, noch bevor es überhaupt in die Parlamente kommt. Und dieser Rat entscheidet, ob das neue Gesetz für die Wirtschaft, sagen wir ruhig, für die großen Konzerne, nützlich ist oder nicht. Stoppt TTIP! Stoppt TTIP! Stoppt TTIP! Stoppt TTIP! Es gibt eine Wirtschaft, die den Menschen nützt und eine, die den Menschen schadet. Stoppt TTIP! Stoppt TTIP! Und hier geht es einfach darum, Großkonzerne mehr Macht, mehr Verdienstmöglichkeiten zu geben. Also nochmal, jedes neue Gesetz muss, bevor es in das Parlament kommt, diesem Rat für regulatorische Kooperation vorgelegt werden und der entscheidet, ob das Gesetz für die Großkonzerne nützlich ist oder nicht. Stopp TTIP! Stopp TTIP! Stopp TTIP! Wir haben uns hier in Aschaffenburg zusammengefunden, um drei wertvolle Institutionen zu Grabe zu tragen, die wir die Ehre und Freude hatten, genießen zu dürfen. Die Europäische Union hat uns schon in vielen Dingen verraten und verkauft. Und die europäischen Regierungen machen das Spiel der nicht demokratisch legitimierten Union mit. Amerikanische Verhältnisse, was den Sozialstaat betrifft, das heißt keine Rechte für Arbeiter, keine anständigen Löhne, keine Qualität der Lebensmittel, stattdessen genmanipuliertes Fleisch, genmanipulierte Pflanzen, Not und Elend. Auch unsere Demokratien, unsere Gemeinden werden geopfert. Es wird kaum noch eine Gemeinde geben, die in dem Privatisierungszwang entkommen kann. Ich bitte Sie, für die Demokratie, den Umweltschutz und den Sozialstaat um eine Gedenkminute. Sie ruhen im Frieden. Stopp! TTIP!